Jens, danke für deine Zeit. Ich habe vorhin mein Handy aufgemacht, habe eine Pressemitteilung der RSW Thuringia Bulls gelesen, habe erst mal gedacht, haben wir heute ja den 1. April. Michael Engel ist nicht mehr Trainer. Ja, wann habt ihr erfahren, dass Michael nicht mehr Trainer ist? Ist das eine längere Geschichte, dass jetzt André praktisch das Ruder übernimmt? Hol uns doch mal so ein bisschen ab, ohne jetzt zu viel Internas. Ja, ich kann nicht abholen. Ich habe den Bericht auch gerade erst gelesen. Ich wusste das selber nicht, wann und was da veröffentlicht wird, keine Ahnung. Wie gesagt, den habe ich mir auch gerade erst durchgelesen. Aber im Endeffekt hat der Prozess ja schon letztes Jahr beziehungsweise schon davor angefangen, dass es irgendwann mal so kommen wird. Wir hatten fast schon gedacht, das passiert letztes Jahr schon. Wurde auch, ja, wurde so kommuniziert, wurde dann noch mal ein bisschen abgeändert. Ich denke, dass wir, was dieses Jahr gemacht haben mit André als Assistant Coach, das war schon in Ordnung. Also mehr als in Ordnung, war gut. Ja, und jetzt ist eigentlich der nächste Schritt nur logisch. Also, dass André jetzt Head Coach wird und ja, Micha sich da so ein bisschen in den Hintergrund verzieht. Ja, wenn du jetzt, sag mal, die Zusammenarbeit mit Michael Engel auf drei Schlagworte reduzieren müsstest, was er dir als Spieler gegeben hat, was würdest du mir sagen? Du hast ihn ja auch eine lange Zeit erlebt. Was hat er dir? Ich hab viel gelernt über die New York Knicks. Er ist fanatischer Fan der New York Knicks. Ja, auch immer, ja, Perspektive zu ändern auf bestimmte Sachen. Und ich glaube, das hat ihn sehr, sehr weit nach vorne gebracht, auch bei uns, dass er genauso denkt und dass er das Spiel von uns verändert hat in eine gewisse Richtung. Und ja, dass es zu dem Zeitpunkt, wo er das angefangen hat, schon neu war, auch für den Sport an sich. Und ich denke, das hat dem, im Endeffekt hat es dem ganzen Sport gut getan, glaube ich. Ja, mit Sicherheit. Jetzt hat jeder Trainer ja so seine Handschrift. Du kennst André als Mitspieler, jetzt als Co-Trainer. Welchen Shift erwartest du jetzt persönlich? Wird es da eine großartige Änderung geben jetzt im Spielsystem? Ihr wart ja jahrelang oder seid erfolgreich. Welche Handschrift hat André oder was erwartest du? Das Müsste jetzt André fragen. Genau, das ist eine interessante Frage, weil tatsächlich weiß ich das nicht. Jedenfalls noch nicht in irgendwelchen Bahnen, wo ich jetzt was erzählen könnte. Wir werden sehen. Also ich denke, ich bin aber auf jeden Fall sehr, sehr zuversichtlich, dass er da einen guten Job machen wird. Wie das im Endeffekt dann aussieht, das werden wir sehen. Ja. Wie hast du deine Entwicklung die letzten Jahre gesehen? Wenn du dich jetzt mal ja, in so eine kleine Zeitmaschine setzt, so 5, 6, 7 Jahre zurückfliegst und guckst, wo du warst und jetzt bist als Nationalspieler, als Bullspieler, welchen Entwicklungsschritt hast du oder welcher war der größte? Das ist schwer. Das ist schwer zu sagen. Ich denke, ich habe mich kontinuierlich weiterentwickelt. Ja, immer weiter an meinem Spiel gearbeitet und an meinen Stärken gearbeitet, die noch besser zu machen und an meinen Schwächen immer wieder versucht, da noch ein bisschen was rauszukitzeln. Ich denke, es ist mir ja ganz gut gelungen, aber das ist, ja, ich bin, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich nie so wirklich zufrieden mit mir bin. Bei guten Spielen sage ich dann eher mal, naja, es war okay. Ich habe da so ein bisschen meine eigene Skala auch. Ja, ich denke, da geht immer noch sehr viel. Aber da müssen wir halt schauen. Also die Entwicklung hat noch nicht aufgehört, hoffe ich. Solange wie ich Basketball spiele. Hast du auch mehr Selbstbewusstsein gewonnen? Also ich hatte früher öfter mal so den Eindruck, ah, wenn der Albrecht jetzt zum Korbleger geht, vielleicht geht er vorbei. Und heute denke ich, ja, Albrecht geht zum Korbleger, das Ding geht eher rein. Also du strahlst auch so mehr Sicherheit aus und nimmst auch so mehr das. Und das ist jetzt so meine Wahrnehmung. Ja, mit Sicherheit auch. Also das ist mit Sicherheit auch ein Teil davon. Natürlich mit besseren Leistungen wird man selbstbewusster, traut sich dann auch mehr zu. Aber im Endeffekt denke ich, ja, ich bin robuster geworden, was solche Sachen angeht, mit Misserfolgen umzugehen. Und ja, ich denke, dass das ein großer Schritt war, auf jeden Fall. Was ist drin für die deutsche Nationalmannschaft? Also wir sind jetzt in Großwallstadt, ihr spielt jetzt zeitnah in Köln, dann Weltmeisterschaft, Europameisterschaft, alles gebündelt. Wie stark schätzt du euch
ein oder wo siehst du eure Stärken? Ich habe vorhin ja den Martin auch im Interview gehabt. Bausi hat ja so eine Ansprache gemacht, dass jeder von euch scoren kann, jeder kann Verantwortung übernehmen. Was sind die so die euer USP, euer Alleinstellungsmerkmal? Ich glaube, das genau ist es. Dieses Jahr hat sich jeder nochmal individuell stark weiterentwickelt, zu letztem Jahr, zu vor 2 Jahren. Ich denke, das macht nochmal einen riesigen Unterschied aus. Ja, und dass halt wirklich jeder scoren kann, dass wir unberechenbar sind, dass wir ja, schwer zu verteidigen sind und sehr gut verteidigen können auf der anderen Seite. Wie du schon gesagt hast, wir haben jetzt nächste Woche das Turnier in Köln. Das wird schon mal, naja, zumindest so ein kleiner Wink sein, wie es aussieht, wie wir in Form sind in Richtung Weltmeisterschaft. Dann bei der Weltmeisterschaft an sich müssen wir das Bestmöglichste aus der Gruppe rausholen erstmal. Ja. Dann haben wir, glaube ich, ganz gute Chancen, auch relativ weit zu kommen. Ja. Wie bereitest du dich jetzt vor auf Dubai? Also es ist ja Hochsommer da, also 40, 50 Grad oder irgendwas, dann Klimaanlage, Hotel. Mhm. Wie gehst du da mental mit um? Hast du dann auch schon so ja, für dich so einen Ablauf gefunden, wie du dann umgehst mit dir und deinem Körper in Dubai? Ein Ablauf wird sich zeigen, wenn wir da sind. Ja. Aber ich habe den großen Vorteil, ich war schon mal in Dubai. War jetzt nicht ganz so heiß, war Ende April. Aber ich weiß ungefähr, wie es dort ist, wie die Luft ist, wie die Metrostationen, wie die Hotels immer runtergekühlt sind, wie die Hallen runtergekühlt sind. Es wird auf jeden Fall eine Herausforderung, aber die haben im Endeffekt auch alle anderen. Ich habe jetzt aber keine Routine, wie ich da irgendwie dran gehe. Ich mache mir da nicht so den Kopf zu, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, man wird natürlich, die einzige Sache, wo ich mir schon mal einen Kopf drüber gemacht habe, ist so, naja, wie beschäftigt man sich? Also man kann jetzt nicht nachmittags einfach mal rausgehen und kann spazieren gehen. Mhm. Das fällt halt aus. Und das ist so, glaube ich, der größte Unterschied, dass man sich da irgendwie zu beschäftigen weiß. Gibt es seinerseits auch schon so Gedankenspiele? Also Vorrundengruppe, dann könnten wir Kreuz auf den treffen und gegen die habe ich schon gespielt, gegen die habe ich besonders gut. Gibt es so Gedankenspiele oder ist es wirklich so diese alte Sportler-Floskel, wir denken von Spiel zu Spiel? Selbst wenn es diese Gedankenspiele gibt, was höchstwahrscheinlich auch bei allen im Kopf ist, im Endeffekt, hilft das nicht. Also wir wissen, dass wir jedes Spiel erstmal gewinnen müssen. Wir wissen, dass wir erstmal eine vermeintlich leichte Gruppe haben und da möglichst als Erster irgendwie weitergehen müssen. Und alles, was danach kommt, das wird sich zeigen. Ich meine, dieses Jahr ist jetzt die Qualifikation nicht direkt abhängig von der Weltmeisterschaft, für Paris dann auch. Es gibt dann auch um Plätze und ja, aber da denkt man jetzt nicht. Nee, also erstmal die Gruppe, erstmal da gut abschließen und dann im Endeffekt, wenn wir sehen. Sehr schön. Jens, danke für deine Zeit, bleib gesund und kommt möglichst mit einer Medaille zurück aus Dubai. Ich danke dir. Das hoffe ich auch. Danke.